Das Parlament hat heute wieder mal über die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB debattiert. Die kommt ja professionalisierte und neu aufgestellte. Die Umstrukturierung hat Schockierung zu reden gegeben. Der neueste Punkt, der gewisse ParlamentarierInnen aufstößt, Summe Mitarbeitende von einer alten KESB bekommen bei der neuen KESB weniger Lohn. Das geht absolut nicht. Also wir haben den Fall, dass die KESB-MitarbeiterInnen vorher bei der Gemeinde angestellt waren und jetzt beim Kanton halt sind die ersten. Und man hat das schon vorher gewusst, wir haben im Herbst ein Postulat bekommen, das gesagt hat, wir wollen den gleichen Lohn, Lohnbesitzstandsgewährung, dass sie zumindest den gleichen Lohn jetzt verdienen. Hey, das Postulat mit 2/3 Mehrheit gehört geheissen im Parlament. Und jetzt hat der Staatsrat, das Postulat ist verwirklicht, weil sie sind jetzt Kantonsangestellte, wir können auch nichts mehr machen. Und das geht natürlich nicht, weil der Fakt ist effektiv so, dass vor allem die Juristen die Steifel-Lohnklasse haben, die administrativen Mitarbeiterinnen werden als Sekretärinnen degradiert und die Beisitzer, zum Beispiel Psychologen, werden abgespeisen mit 70 bis 90 Franken pro Stunde, wo ja niemand als administrativer oder akademischer Mitarbeiter zu diesem Lohn arbeiten. Der Staatsrat müsste das jetzt korrigieren.